Hallo Leute, heute reden wir mal über das Thema, warum sind wir eigentlich schlaflos? Heute will ich mal darüber gerne mal näher eingehen und ein klein wenig auf mich eingehen, warum ich dieses Video heute machen will, über diese Schlafstörung oder so eine Art Beeinschränkung. Ich rede erstmal über meinen Fall zum Beispiel. Ich schnarche ja sehr oft. Da war ich bei der Arzt und bekam dann so ein Gerät angehängt. Und das Gerät hatte, wie gesagt, meinen Schlaf gemessen, worum da hauptsächlich geht. Und da wurde zum Beispiel gemessen, dass ich 500 Mal in die Nacht für 27 Sekunden keine Luft bekomme. Und deswegen bin ich auch demnächst im Krankenhaus. Das Ganze ist so schon diesen Monat, ab der 18.07. bin ich dann für 2 Tage in das Krankenhaus, wo ich euch gerne darüber informieren will. Da das Krankenhaus wird mein Schlaf dann nochmal gemessen und geguckt, also nochmal ganz genau gemessen und geguckt, was man dagegen machen kann. Wie so eine Schlafstörung, wo man zum Beispiel in die Nacht zum Beispiel keine Luft bekommt, kann man in erster Linie vielleicht sogar Tablette dagegen nehmen. Oder die eigentliche Methode ist so ein Schlafgerät, also ein Gerät, was einen beatmen tut in die Nacht. Diese Möglichkeit gibt es auch noch, wenn man jetzt mit Schnarchen Probleme hat. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die sind schlaflos oder haben Schlafstörungen. Das Ganze liegt auch an viele Menschen, die haben Berufe, Nachtdienste und sonst was. Und da kommt halt die Schlafstörung vor, weil die Menschen einfach viel zu wenig Schlaf bekommen. Und viele Menschen schlafen ja teilweise deutlich zu wenig, als sie eigentlich schlafen müssen. Zum Beispiel viele Politiker oder auch Polizisten, manche vielleicht, schlafen teilweise in der Nacht nur 4 Stunden. Und wenn das Ganze oft genug passieren tut, kann eine gewisse Schlafstörung eintreten. Da man zum Beispiel ab und zu mal Schlafstörungen hat oder halt bis zu auf Nachdenken muss oder ein ganz großer Fehler ist, man sollte auf jeden Fall eine halbe Stunde oder eine Stunde mindestens von Handys oder PCs wegbleiben oder von sonst irgendwelche Geräte wie Fernseher, weil die Blau-Elemente, die das PC weil der PC tut natürlich leuchte oder das Handy oder an das Gerät, wo ihr gerade dran seid. Weil das, wie sieht euer Gehirn, das eben Tag ist und deswegen wird das Schlafhormon, sage ich mal, nicht ausgeschüttet. Wenn ihr dann das zum Beispiel vermeidet tut und es wird ganz normal dunkel, dann weiß das Gehirn, es ist dunkel. Und dann ist es deutlich einfacher, um einzuschlafen, als wenn ihr diese Dinge halt eben nicht vermeiden tut. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum man schlechter schlafen kann oder man Probleme hat, um einzuschlafen. Weil die Schlafstörung ist sehr komplex, auch weil durch diese Gesellschaft, sage ich mal, kann man ja Runde ja eigentlich fast gar nicht vermeiden. Die Schlafstörung, weil zum Beispiel, wenn man ja zum Beispiel in einem Beruf arbeiten tut, wo man unterschiedliche Dienste hat, zum Beispiel Tagdienste, Nachtdienste, Frühdienste, besonders die Nachtdienste, weil da muss man ja nachts arbeiten und dann die Wechsel von Nacht auf Tag, immer ein Abwechsel, kann auf die Zeit, sag ich mal, genau dies zu Schlafstörungen führe, da man am Tag eben, sag ich mal, schlafen tut und die Nacht einfach nicht schlafen kann. Irgendwelche Gründe auch immer. Um zur Schnarche zurückgekehrt, viele Menschen schnarchen ja. Ich selber schnarche auch extrem und bekomme auch dadurch keine Luft in die Nacht so gut. Bei mir nach dem Test 500 Mal in die Nacht für 27 Sekunden. Ist schon teilweise sehr, sehr heftig und deswegen bin ich um der 18. im Krankenhaus, um das Ganze selbe
für dich untersuchen zu lassen, warum das Ganze so ist. Und dann kann man dagegen ein Schlafgerät benutzen oder eben Tablette. Könnt gerne mal eure Meinung über das Thema gerne mal unten in die Kommentare wissen lassen, ob ihr vielleicht auch solche Schlafstörungen oder solche Probleme auch kennt. Sag ich mal, gibt das Video nur Daumen nach oben. Und sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.